Hallihallo. Hallo. Wir sind im Campingpark am Mühlenteich in Lingerhahn. Im Hunsrück. Ja. Zu Zeiten von Corona. Ja. Wir sind froh da natürlich, dass wir überhaupt zum Camping können. Ja. Aber es hat auch hier Einschränkungen. Es geht zum Beispiel an die Rezeption, Gesichtsmaske, auf die Toiletten, Gesichtsmasken. Schnuffelbix. Man darf nur auf den Campingplatz, wenn man autark stehen kann. Wir können es zum Glück. Und wie ihr Hunde uns seht, das ist die untere Stellplatzwiese. Es stehen genau 3 Camper hier. Und auf dieser schönen Wiese werden wir oder haben wir vor, wenn der Heribert dann Platz hat und uns kommen lassen möchte. Wir haben uns ja nicht gerade unbeliebt gemacht. Wieso nur Heribert? Was ist mit der bezaubernden Janina? Gianni. Ja. Mhm. Wenn nicht Gianni, vergessen. Nein, das stimmt. Wenn Gianni und Heribert uns dann kommen lassen möchten, dann würden wir hier gerne unser Abonnententreffen machen. Die lassen uns kommen, mit Sicherheit. Meinst Erscheinen. Erscheinen. Ja. Ja, Camping, Corona, das Restaurant am Mühlenteich ist geöffnet. Allerdings auch hier nur mit Termin. Einlass nur mit Schnuffelbix. Und dann beim Sitzen darf man die Schnuffelbix natürlich abnehmen. Aber es geht. Wir merken eigentlich gar nicht so viel, weil es sind nicht viele Camper im Moment unterwegs. Und hier, wir haben jetzt Anfang Juni. Ja, nicht viel los. Wir haben unsere Ruhe. Wunderbar. Ist ja auch ganz gut für das, dass wir das erste Mal alles aufgebaut haben. War es ja nicht schlecht, dass wir dann nicht so viele hatten, die uns zugeguckt haben. Diesbezüglich zeigen wir euch ein paar Impressionen noch von dem Campingplatz. Eures Urlaubs. Ich finde, es ist eine richtig schöne Sache. Kommt man sich vor wie im Winnetou-Film, so ein bisschen. Also ich finde es super romantisch. Hinter mir seht ihr die Zelte von gerade eben noch mal in ganz groß. Ich glaube, da können ganze Gruppen rein. Wir müssen mal der Heribert fragen, wie viele Leute da reinpassen. Also die sind richtig groß. Ja, jetzt sind wir heute im Restaurant und an der Retze und die zeigen wir euch jetzt.
Ja, Leute, wir haben jetzt hier lecker Paprikaschnitzel und Rumpsteak bestellt. Und es sieht genial aus. Ich werde das Ganze jetzt gleich mal testen. Und ihr könnt euch hier richtig verwöhnen lassen, denn es gibt so einiges auf der Speisekarte, was richtig gut schmeckt. Ja, Resümee, ich habe das Mühlenteichsteak mit Zwiebeln, mit Champignons, mit Kräuterbutter. Es schmeckt einfach wunderbar. Ja, ihr seht, die Teller sind leer und das spricht ja eine Sprache für sich. Es war mega lecker. Es war richtig lecker. Großes Lob ans Küchenteam. Genial. Ich habe es geschafft. Ich habe die Janni für ein kurzes Video organisieren können. Und die Janni ist für euer leibliches Wohl mit ihrem Küchenteam für euch gerne da und zuständig. Ja, und hinter uns könnt ihr sehen, es gibt hier im Dorf einen Dorfladen. Da kriegt ihr alles, was ihr beim Campen benötigt. Grillgut, Brot, Brötchen. Fleisch ist vom Metzger. Fleisch ist vom Metzger und die Wurst auch. Ein Getränkeshop ist mit dabei. Getränkemarkt ist hier neben an der Seite, daneben. Und vom Campingplatz ist es ganz bequem, 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Oder mit dem Auto oder mit den E-Bikes oder mit den Fahrrädern, wie ihr habt. Toll, weil der Campingplatz am Mühlenteich hat keinen eigenen Kleinladen. Da kommt zwar morgens das Bäckerauto jeden Tag, aber das ist ideal. Man hat es dort weit und man bekommt alles. Ja, und wie gesagt, 10 Fußminuten, also je nachdem. Mit dem Hund dauert es manchmal ein bisschen länger, aber bis er überall geschnüffelt hat. Und ich denke mal, auch so kleine Dorfläden, die sollte man unterstützen. Auf jeden Fall. Man muss nicht so weit fahren. Und die sind super freundlich. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, die sind super freundlich. Ihr bekommt alles, wenn irgendwas mal nicht da sein sollte und ihr fragt danach, dann besorgen die das sogar. Also Daumen hoch. So. Wir haben jetzt vom Campingplatz einen Spaziergang gemacht, so ungefähr 2,5 bis 3 Kilometer sind es über der Daumen. Nach Pfalzfeld. Nach Pfalzfeld. Und zwar ist da am Bahnhof oder am alten Bahnhof ist ein Erlebnisrestaurant steht dran, ist sehr schön gemacht, Gleis nennt sich 3. Gleis 3. Das Gleis 3 ist der Carmen und Chris Geheimtipp. Ja, sehr geheim. Denn hier gibt es Eissorten, die es nicht in jeder Eisdiele gibt. Zum Beispiel Tonga-Bohne oder Basilikum-Eis. Also du musst da noch dazu sagen, es gibt auch normale Speisen. Erlebnisgastronomie. Und da könnt ihr was erleben. Ja. Wenn ihr mal hier seid, solltet ihr euch das unbedingt mal anschauen. Ja, ihr seht ja an unserem Video, dass der Campingplatz wirklich leider sehr leer ist. Nicht sehr viele Camper da sind. Zu Zeiten Corona ist es jetzt wohl momentan nicht anders. Und wir hoffen für Gianni und Heribert, dass das bald sich wieder ändert. Dass vielleicht auch die ganzen Einschränkungen ein bisschen gelockerter werden wieder. Dass wir vielleicht doch alle wieder zum Camping können, wie wir es gewohnt sind. Ja, und wie ihr hinter uns seht, eine Kapelle auf dem Campingplatz. Wunderschön, mit auch Schaukeln, wo man sich draufsetzen und drauflegen kann. Mhm. Ja, Camping, Corona, hier auf dem Campingpark am Mühlenteich, es funktioniert. Sie hat alles eingehalten, die Vorschriften. Ja. Man merkt als Camper eigentlich gar nicht so viel. In seinem Wohnwagen oder Wohnmobil hat man ja sowieso seine Ruhe. Wir haben ja für den Chico einen kleinen Hundezaun drumherum. Und mit dem jetzigen Video verabschieden wir uns. Das nächste kommt, natürlich. Wir sagen Danke fürs Zuschauen und sagen Tschüss. Und weg.